Ja, in dieser Folge geht es um die Montage des Sitzes. Dann möchte ich den Lenker schon einmal am Motorrad befestigen und die ganzen Lenkarmaturen dran schrauben. Und zu guter Letzt möchte ich diesen in China gekauften Scheinwerfer hier mit einem E-geprüften Lichteinsatz versehen, damit ich den überhaupt im deutschen Straßenverkehr einsetzen darf. Analysiert bei unserem Surfverhalten, bei unserem Kaufverhalten und uns entsprechend zielgerichtete Werbung vorschlägt. Ich habe jetzt mal ein sehr positives Beispiel davon zu berichten, und zwar habe ich mir Gedanken gemacht, wie ich diesen Lenker hier sehr dezent gestalten kann. Das bedeutet kleine Schaltelemente, kleine Armaturen, damit der Lenker relativ aufgeräumt wirkt. Und letztendlich habe ich mich persönlich dafür entschieden, diese Moto Gadget 2 Knopfarmaturen hier zu kaufen, einmal für links und einmal für rechts. Ja, und letzte Woche schlägt mir Instagram auf einmal diese kleinen Schalter, Zweiknopfschalter hier vor. Der Vorteil von denen ist hier, man kann die direkt auf die Brems- bzw. Kupplungsarmaturklemmung hier dran schrauben. Also ist wirklich noch dezenter als diese Moto-Gadget-Geschichte hier. Schaut euch das mal an. Also ich denke, dezenter geht es eigentlich kaum noch. Ich muss sagen, ich bin sehr, sehr froh, dass mir Instagram diese kleine Knopfgarnitur hier vorgeschlagen hat. Und ich hoffe, dass Instagram weiterhin meinen Surf- und Kaufverhalten analysiert, um mir ja, so geniale Komponenten hier vorzuschlagen. You leave me, but you never do.
eigentlich soweit im Grobkonzept fertig. Das bedeutet, die ganzen Blechteile, Tank, Sitzbank, Heckfender, CC-Bar, der Frontfender, der Lenker, die Gabel, die Lampen sind alles angepasst. Die Grobarbeit ist also abgeschlossen. Als nächstes werde ich hingehen und den Tank, den Heckfender und den Frontfender zum Lackieren geben. Und in der Zeit werde ich mich der Elektrik annehmen. Das ist ja ein Part, den ich überhaupt nicht gerne mache. Deshalb werde ich das auch gar nicht groß dokumentieren. Es gibt hier bereits ausreichend Videos, wie eine Motor-Gadget-Verkabelung hier an so einem Motorrad funktioniert. Also werde ich da nicht extra ein Video drüber drehen. Das nächste Mal werden wir uns also sehen, wenn ich mich mit der Endmontage des Bikes hier beschäftige.